Die glitzernde Fassade Dubais. Das schöne Schein, von dem so viele angezogen werden, die hier in Dubai das große Geschäft machen wollen. Vor 4 Jahren kam die Münchnerin Anja hierher. Anja auf dem Weg zu ihrem Stoffhändler im Arbeiterviertel Dubais. Inder und Pakistani leben hier. Kleine Geschäfte statt großer Einkaufsmalls, für die Dubai so bekannt ist. Hier findet Anja die leuchtenden Sari-Stoffe aus Indien. Saris, aus denen sie prunkvolle Dirndl schneidern lässt. Dirndl aus Dubai. Festlich und farbenfroh, bayerische Tracht im orientalischen Gewand. Ich muss achten aufs Material natürlich, dass da keine Chemie mit drin ist und keine künstliche Seide. Ja, und das Material nicht zu empfindlich ist. Ja. Und grundsätzlich ansonsten muss ich einfach nur nach meinem Geschmack gehen. Also ich mache einfach das, was mir am besten gefällt und was ich, ja, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Der ist halt schon mal sehr geil. Eigentlich ist es sowas wie Heidi so, glaube ich. Heidi ist eine von Anjas Kundinnen. Ein rosa Dirndl hat Heidi schon im Schrank. Jetzt sucht sie nach einem schwarzen. Anja empfängt ihre Kundinnen zu Hause. Kleider von der Stange hat sie kaum. Jedes Dirndl ist ein Einzelstück. Der Vorteil ist natürlich, dass mein Dirndl halt einfach, meine Dirndl gibt es halt nur einmal. Ne? Also sie hat jetzt die Garantie, dass mit diesem Kleid nie irgendwo jemand anders rumläuft. Ob jetzt in Dubai oder egal wo. Anjas Dirndl kosten zwischen 500 und 2000 Euro. Nach oben ist die Grenze jedoch offen. Dirndl in Dubai. In der Ferne entwickeln viele Deutsche eine ungeahnte Heimatverbundenheit. In Deutschland habe ich sowas nie getragen. Nie. Heidi kommt aus dem Saarland. Ihr erstes Dirndl hat sie sich in Dubai gekauft. Das ist mein nächstes. Vor 4 Jahren hat es Anja der Liebe wegen nach Dubai verschlagen. Ihr Mann André arbeitet hier als Controller bei Siemens. Anja folgte ihm. Was beruflich werden sollte, darüber hatte sie sich nicht wirklich Gedanken gemacht. Die Idee mit den Dirndln wurde zufällig geboren. In Dubai ein Geschäft zu gründen, ist jedoch nicht einfach. Behördengänge könnten mich nicht mehr schocken. Kann ich mehr. Behördengänge sind halt absolute. Also, Bürokratie in den UAE ist Deutschland irgendwie ein Traum dagegen. Also, dass man sich hier auf Ämtern rumärgert, kopfschüttelnd wirklich teilweise wieder nach Hause fährt, das glaubt auch keiner, der es nicht. Der Ärger mit den Behörden ist nicht das Einzige, was dem jungen Paar Sorgen bereitet. Sie leben im Villenviertel. Die Mieten haben sich hier in den letzten Jahren jedoch drastisch erhöht. Jetzt wissen Anja und André nicht mehr, wie sie das noch bezahlen sollen. Ja, und jetzt sieht es eben so aus, dass wir morgen umziehen. Morgen kommen die Müllpacker, weil wir aus dem Haus raus müssen. Und wir wissen jetzt auch nicht genau, wohin. Zeit zu packen. Ihre Miete hat sich verdreifacht. Mehr als 5.000 Euro im Monat soll das Haus jetzt kosten. Als wir gekommen sind, war es so, dass wir gut was sparen konnten. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich so allerhöchstens plus minus null rauskommen. Und also die Leute fliehen mehr oder weniger alle, weil es einfach überhaupt nicht mehr geht. Weil alles immer teurer wird und die Preise jeden Tag irgendwie erhöht werden und es geht einfach nicht mehr. Anja hatte sich das alles einfacher vorgestellt. Jetzt weiß sie, dass in Dubai nicht alles Gold ist, was glänzt. Also meine Vorstellungen waren völlig märchenhaft, so 1001 Nacht ein bisschen. Man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass das so eben überhaupt nicht funktioniert, sondern dass es halt natürlich da schon viel vergoldet ist, aber nicht für uns. Ihre Villa mussten sie aufgeben. Vorläufig sind Anja und André in ein kleines Apartment gezogen. Eine Übergangslösung. Schlafen, wohnen, essen, arbeiten, alles in einem Raum. Trotzdem läuft ihr Geschäft weiter. Meine ganzen Arbeitsmaterialien, Stoffe, Nähzeug und so weiter habe ich komplett mitgebracht. Also ich kann von hier aus genauso arbeiten und weiterverkaufen und so. Meine Kleider sind auch alle da. Anjas Idee mit den Dirndln ist gut und ihre Kleider gefallen. Die beiden hoffen, die momentane Durststrecke zu überstehen und dann auch Weihnachten 2009 in Dubai zu feiern.